Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr ja sehen könnt, es wird ein Unpacking. Und zwar hat mich heute ein Rebuy-Paket erreicht. Ich hatte vor ein paar Tagen irgendwie den Drang zu bestellen und dachte mir, ich mache das einfach mal. Wundert euch bitte nicht, falls das Licht ein bisschen komisch ist. Ich hatte die ganze Zeit das Licht so im Gesicht und es war mir zu hell. Jetzt habe ich es ein bisschen hochgemacht. Jetzt habe ich Angst, es ist zu dunkel. Aber so bin ich total... Yay! Da sehe ich nichts mehr. Aber egal. Okay, Hauptsache ihr könnt mich gut sehen und Ohren auf, dann könnt ihr mir auch zuhören. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich bin heute um 5:30 aufgestanden, habe die letzten beiden Nächte irgendwie 5 Stunden oder so geschlafen. Also wundert euch nicht, falls ich irgendwie ein bisschen durchgeschwitzt und total fertig aussehe. Und ja, wie gesagt, ich komme gerade von der Arbeit. Es ist abends, 20 Uhr rum. Und habe dieses schöne Rebuy-Paket gerade bei meiner Nachbarin abgeholt. Und möchte das jetzt mit euch zusammen auspacken. Ich bin nämlich neugierig und kann nicht mehr warten. Sonst hätte ich jetzt noch gewartet bis Sonntag oder so. Aber Sonntag habe ich sowieso auch wieder keine Zeit. Da bin ich auch den ganzen Tag unterwegs. Von daher machen wir das jetzt schnell zusammen. Und zwar habe ich ein paar Bücher bestellt, die ja, auf meiner Wunschliste standen. Um den Wunschzettel mal so ein bisschen abzuarbeiten sozusagen. Und als allererstes wieder unsere heißgeliebte, wunderschöne, blöde Pappe. Aber wenn sie die Bücher gut abpolstert, dann bitte sehr. Ja. Aha, okay. Gut. Also ein paar Sachen sehe ich schon, die sehen richtig, richtig gut aus. Also zumindest vom Buchrücken her. Und die anderen Sachen, ja, also wie gesagt, ich zeige euch die natürlich. Womit fangen wir denn an? Fangen wir mit dem hier an. Und zwar ist das Echten Männern gibt man ein Küsschen von Sarah Harvey. Ich habe dieses Buch noch nicht von ihr und ich wollte gerade gucken, ich habe doch noch mehr von ihr bestellt, aber es ist dabei. Dieses Buch habe ich noch nicht von ihr und wie ihr ja wisst, habe ich Sarah Harvey auf der Love Letter Convention dieses Jahr getroffen und ein paar Worte mit ihr wechseln dürfen und finde sie einfach zauberhaft und ganz, ganz toll. Und ich habe zwar noch ein Buch von ihr ungelesen da, aber ich wollte die Sammlung einfach so ein bisschen aufstocken und deshalb habe ich ein paar Bücher von ihr bestellt. Dieses Buch hat, ja... 4 ganze Leserillen, ist also nicht mehr ganz so top in Schuss, aber meine Güte, das ist so ein Buch, da brauche ich mir dann keine Gedanken machen, wenn ich es im Bus lese und beim Aussteigen irgendwie in die Handtasche stopfe, dann sieht das bei mir auch so aus. Ich brauche mir keine Mühe geben, dass keine Knicke reinkommen, ansonsten ist der Zustand toll, es riecht frisch, also nach Buchseiten, nach Papier und genau, ich sage euch jetzt noch, ich habe den Preis davon gar nicht aufgeschrieben. Okay, habe ich nicht aufgeschrieben. Ich glaube, 2,99 müsste das gekostet haben. Dann habe ich auch von Sarah Harvey. Und zwar kann ich den umtauschen. Dieses Buch soll ja sehr gut sein. Davon habe ich schon viel Gutes gehört. Auch das ist ein bisschen rund gelesen. Aber ansonsten ist es in einem sehr guten Zustand, wie ich finde. Riecht auch gar nicht. Und damit bin ich schon mal super zufrieden. Kann ich den umtauschen? Hat 2,99 gekostet. Somit habe ich erstmal wieder 2 neue Bücher von Sarah Harvey in meiner Sammlung und somit ein bisschen Vorrat, falls ich mal wieder Lust habe. Ich lese ja derzeit ganz gerne mal Chicklit oder so Reiseromane, aber dazu erzähle ich euch gleich noch was. Und so ein bisschen leichte Sommerlektüre, dafür sind die Bücher genau richtig, finde ich. Und dann habe ich noch ein Buch bestellt, das ist auch von Sarah Harvey, aber das Buch ist unter ihrem Pseudonym sozusagen erschienen, beziehungsweise unter diesem Namen veröffentlicht sie hauptsächlich in England Bücher und die sollen etwas tiefgründiger sein als die normalen Chicklit-Romanen, die unter Sarah Harvey erscheinen. Sarah Harvey ist sozusagen ihr Autorenname für Bücher, die sie hauptsächlich in Deutschland veröffentlicht. Sie schreibt ja exklusiv für den deutschen Markt und als Sarah Monk veröffentlicht sie halt überall woanders, also hauptsächlich, glaube ich, Großbritannien. Ich will jetzt da nichts Falsches erzählen. Dieses Buch unter ihrem Namen Sarah Monk ist bei Blainvalet oder Blainvalet erschienen und heißt Verliebt bis unters Dach.
Ja, wegen den Inhaltsangaben, also bei den anderen beiden Büchern, ich weiß jetzt da nicht, worum es geht. Klappentext vorlesen finde ich jetzt nicht so. Ihr habt ja die Titel und die Autorennamen und dann könnt ihr euch ja bei Amazon durchlesen, worum es geht. Ich gucke gerade mal, das spielt hier an der Küste von Cornwall. Ein Hund spielt mit und ein attraktiver Tierarzt. Also das könnte durchaus was für mich werden. Ich habe es jetzt einfach mal so bestellt, ohne überhaupt zu gucken, worum es geht. Aber ja, ich fand auch das Cover ganz schön gestaltet. Darauf bin ich echt mal gespannt. Leider ist das Buch sehr schmutzig. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier hat es so rote Flecken und hier oben ist es schmutzig und ziemlich vergilbt. Aber dafür hat es ja einen leichten Buchknick. Ansonsten sieht es halt einfach sehr, sehr gut aus. Und für dieses Buch habe ich bezahlt auch 2,99. So, dann habe ich noch einen Thriller mitbestellt. Es gibt derzeit nicht viele Thriller, die mich reizen könnten, die ich gerne lesen möchte. Ich bin im Moment nicht so in der Thriller-Phase. Einige von euch hatten mich schon gefragt, oder beziehungsweise eine spezielle Abonnentin, wann es dann mal wieder eine Rezension zu einem Thriller geben wird. Aber ich muss gestehen, dass ich momentan nicht in der Stimmung für alles bin, wo es um Mord und Totschlag geht. Ich brauche im Moment so leichte Lektüre, Mädchenbücher oder ferne Länderreisen, Exotik, alles, was mich ablenkt von dem anderen Thema. Und deshalb habe ich mich da so ein bisschen ferngehalten. Aber es gibt einen Thriller, nach dem halte ich immer mal wieder Ausschau. Und es passt auch ganz gut. Damals mein allererstes Video auf YouTube war die Rezension zu dem Erstlingswerk des Autoren. Und zwar ging es um den Federmann von Max Bento. Und die Puppenmacherin habe ich mir irgendwie nie geholt. Ich weiß nicht warum. Ich wollte es immer unbedingt lesen und ich finde das Cover toll und alles. Und das hatten sie jetzt bei Rebuy für, ich gucke mal eben, 4,19 € und damit war es das teuerste Buch. Es kostet aber im Original, ich schaue mal, ob das drin steht, nö, ich glaube 12,99 € oder sogar 14,99 €, ich weiß es nicht mehr. Die Puppenmacherin, davon ist die Rede. Und zwar ist es der zweite Fall des Berliner Kommissars Nils Trojan. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich finde das Cover eigentlich sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich mag die Größe von dem Buch. Und es passt sehr schön zum ersten. Ich habe ja den ersten Teil auch in der großen Größe. Mittlerweile gibt es den ja auch als kleines Taschenbuch. Ja, ich finde einfach, das ist genial. Das Cover sieht genial aus. Und ich bin gespannt. Ich freue mich. Es spielt wieder in Berlin. Und das wird auf jeden Fall mal wieder ein Thriller sein, an den ich mich ranwage, denke ich mal. Genau. Dann wird es jetzt nur noch Bücher geben, in denen es um exotische, ferne Länder geht. Wie gesagt, das ist so ein bisschen gerade so das Thema. Also ich lese, ich habe Anfang Juli den Mondscheingarten von Corinna Buhmann gelesen. Das Buch muss ich auch noch rezensieren. Nur ich weiß nicht, wie ich es rezensieren soll, weil ich das Gefühl habe, ich werde der Schönheit dieses Buches oder der Schönheit dieser Geschichte einfach nicht gerecht mit meinen Worten und deshalb brauche ich dafür Ruhe. Irgendwie muss ich mal hinsetzen und die Rezi abdrehen und dann ist gut. Ja, und dann hatte ich noch sowas gelesen in der Art? Na, auf jeden Fall hatte ich mir ja, ich hatte ja in meinem letzten Tea-Time-Video dieses Buch von Elena Santiago, heißt sie, die ja eigentlich Eva Völler ist, gezeigt und wundert euch nicht, wo ich immer hingucke. Hier ist der Zettel mit den Preisen für die Bücher. Und zwar Inseln im Wind, das spielt ja in der Karibik. Das hatte ich mir geholt und war halt hier und da mal auf der Suche und so und wollte halt noch mehr dieser Bücher haben, die ein bisschen Urlaubslektüre sind. Wenn man selber nicht die Möglichkeit hat, jetzt im Sommer in die Ferien zu fahren oder großartig viel Urlaub zu haben, dann ja, dann muss man sich ein bisschen in die Ferne träumen, finde ich. Und für alle, die jetzt meinen, ich quatsche viel zu viel und ich soll doch endlich mal das nächste Buch zeigen. Es kommen jetzt vier Bücher, die alle für mich in diese Familiensaga, Reise, Familiengeschichten generell
Dings fallen. Beziehungsweise eins ist, glaube ich, auch eher Richtung Chiclet. Aber naja. Hier wird ein Buch, auf das ich schon sehr oft hingewiesen wurde, wo viele von euch meinten, ich soll es doch lesen und es würde mir sicher gefallen, ist das Orchideenhaus von Lucinda Riley. Nachdem ich jetzt das Buch von Corinna Baumann gelesen hatte, der Mondscheingarten, wie gesagt, und das ganz toll fand. Okay, ja, ich dachte gerade, es fehlt ein Buch, aber nee. Das ganz toll fand, dachte ich, dann versuche ich das jetzt auch mal. Das ist ja auch eher so ein Familiengeheimnis und es geht um irgendwie ein verwunschenes altes Herrenhaus, eine tragische Liebe und ein lang gehütetes Familiengeheimnis. Genau, und da bin ich mal gespannt. Das Cover fand ich ja schon immer sehr schön. Das Buch sieht auch noch sehr gut aus. Es hat zwar eine Leserille, aber jetzt nicht die Welt. Ansonsten. Riecht's okay, es sieht ordentlich aus, es ist in einem guten Zustand. Bezahlt habe ich dafür 1,79 € und dafür ist es top, also kann ich echt nicht meckern. So, dann habe ich mir bestellt, weil mir der Mondscheingarten so gut gefallen hat und Gwen meinte zu mir, dann wird dir die Schmetterlingsinsel von Corinna Buhmann definitiv auch gefallen. Und im Handel gibt es leider nur noch die Ausgabe. Mit dem weißen Buchschnitt. Und ich wollte gerne die mit den Blümchen haben, weil das andere Cover hat nur Schmetterlinge? Nee, das andere Cover hat nur Blumen und das hier hat Blumen und Schmetterlinge drauf. Genau, die Schmetterlingsinsel von Corinna Buhmann. Ein Buch, in dem es darum geht, soweit ich das jetzt von Gwen weiß, was sie mir von den Büchern erzählt hat, und sie hat das damals auch gelesen auf Arbeit, da weiß ich noch, dass sie immer ganz vertieft war und ich dachte, was findet die denn an so einer Familiengeschichte? Das ist ja langweilig. Aber nachdem ich jetzt den Mondscheingarten gelesen habe, weiß ich, dass es total spannend sein kann, gemeinsam mit den Protagonisten zu entdecken, was in der Vergangenheit war. Das kann sie einmalig gut und sie hat einen tollen Schreibstil. Also ich habe sie auch auf der Lafayette Convention kennengelernt, Corinna Boman. Die ist so eine kleine, durchgedrehte, durchgeknallte, verrückte Berliner Nudel irgendwie und die so bunt und vielseitig ist. Das ist einfach total fantastisch. Und ja, ich freue mich, dass ich sie entdeckt habe dadurch. Durch die Love Letter Convention lernt man ja immer viele neue Autoren kennen. Und ja, es geht. Ich quatsch und quatsch und quatsch drumrum und egal. Wie gesagt, bei uns auf Arbeit sind 32 Grad. Keine Klimaanlage. Und gestern haben wir Ware bekommen und wir sind aktuell zu zweit, mein Kollege und ich. Das heißt, wir müssen alles alleine machen und wir schwitzen von morgens bis abends und den Arsch ab da mit 32 Grad im Laden. Und ja, deshalb bin ich ein bisschen gaga in der Birne. Wundert euch einfach nicht. Es geht um, meiner Meinung nach, die Palmblattbibliothek. Und zwar gibt es ja eine Palmblattbibliothek in, wo? Wäre ja mal gut, wenn hier ein Hinweis drin stehen würde, wo das Buch spielt. Naja, okay. Es gibt diese Palmblattbibliothek irgendwo in, weiß ich nicht, Mexiko oder irgendwo auf irgendeiner Insel, irgendwo in den Tropen. Keine Ahnung. Die gibt es ja wirklich. Und dort gibt es wohl für jeden Menschen dieser Welt ein Palmblatt und eine Prophezeiung oder wo sein Leben draufsteht. Ach, ich habe vor Ewigkeiten mal davon gehört. Auf jeden Fall fand ich das Thema immer super interessant. Und wenn ich das Buch gelesen habe, weiß ich bestimmt mehr darüber. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr ja mal nachlesen oder so. Ich wollte jetzt nicht zu viel wissen, weil ich will das Buch ja selber entdecken. Hatte ich schon gesagt, was es gekostet hat? Nee. Die Schmetterlingsinsel hat mich 3,69 € gekostet. Ist auch in einem guten Zustand. Könnte besser sein, aber völlig in Ordnung für die Zwecke, die ich haben will. Das werde ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen aufheben, weil ja, das nächste Buch von Corinna Baumann, was so ein bisschen in dem Stil ist, wird ein Weihnachtsbuch werden. Das kommt im November, glaube ich, raus und die Zeit bis dahin muss ja gut überbrückt werden. So, dann habe ich noch ein Buch bestellt, das ist, glaube ich, eher so Richtung Chiclet und das ist meiner. Boah, geil, das ist niegelnagelneu. Das hat nix. Keine Leserille, der Buchschnitt ist rein weiß. Also okay, vielleicht ein bisschen angestaubt, aber pff, egal. Und zwar, es ist, glaube ich, ist es Chiclet. Es geht um Amanda Addison, ein Cottage zum Verlieben. Wie ihr wisst, bin ich großer England-Fan und dieses Buch spielt in Norfolk und ich war in Norfolk und in London und ich war in London.
Und deshalb musste ich eigentlich dieses Buch haben. Das stand schon länger auf meiner Wunschliste. Bezahlt habe ich dafür 2,99 €. Wie gesagt, das ist neu. 8,99 € kostet es eigentlich im Original. Und es geht um ein Cottage in einem zauberhaften englischen Dorf. Um Laura Lovegrove, die ihr hippes Leben in London ihrem Mann zuliebe aufgibt, der ins ländliche Norfolk versetzt wird, was jetzt nicht so weit von London entfernt ist. Ich bin mit dem Zug keine 2 Stunden gefahren. Also ist völlig okay. Ihr neues Zuhause ist ein kleines Cottage im beschaulichen Readby, dessen Bewohner nur eine Art von Schuhen kennt: grüne Gummistiefel. Ich lese jetzt einfach mal. Als ein Brand Lauras Kleiderkollektion vernichtet, beginnt sie Taschen zu designen mit unerwartetem Erfolg. Dann taucht auch noch ihre alte College-Liebe Chris in dem verschlafenen Nest auf und plötzlich gestaltet sich das Landleben äußerst turbulent. Romantisch, frech und einfach wunderbar. Laura tauscht High Heels gegen Gummistiefel und entdeckt, wie aufregend das Landleben sein kann. Das klingt doch mal voll nach meinem Geschmack. Das ist genau das, was ich lesen will. Gute Laune, England und einfach eine nette, schöne Geschichte für zwischendurch. Und das Ganze auch noch als Schnäppchen mit einem niegelnagelneuen Buch. Glücklicher kann man mich fast gar nicht machen. So, dann ein Buch noch, das letzte. Und zwar, das geht dann in die Richtung, boah, das ist auch niegelnagelneu. Das geht dann in die Richtung, ich freue mich so, wenn ich so ein Schnäppchen gemacht habe und ja. Das geht auch in die Richtung Exotik und zwar Im Land des Silberfahns von Emma Temple. Die Autorin hat meiner Meinung nach mehrere dieser Bücher geschrieben und dieses hier spielt in Dorset. Fängt es an und dann geht es nach, ich glaube, Neuseeland. Ich bin mir nicht mehr sicher. Genau. Eine junge Frau, 1828, Anne Courtenay soll den Kapitän Nathan heiraten und mit ihm nach Neuseeland auswandern. Genau. Und dann spielt das irgendwo in Neuseeland und worum es geht, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Also, ich finde erstmal, es ist ein wunderschönes Buch. Das lohnt sich schon alleine vom Aussehen her. Dieser blöde Aufkleber, da stört ein bisschen, aber es ist wirklich niegelnagelneu. Kostet neu auch 9,99 € und ich habe dafür 3,89 € bezahlt. Und ich freue mich gerade tierisch über meine Schnäppchen. Und ja, bin mal gespannt, wie dieses Buch sein wird. Eventuell hebe ich mir das auch noch ein bisschen auf. Ich weiß es nicht so richtig. Ach, ich bin immer so ein Stimmungsleser. Ich kann mir es eh, wenn ich jetzt sage, oh, morgen lese ich dann die Puppenmacherin, weil ich habe jetzt doch mal wieder Lust auf einen Thriller, dann fische ich morgen auf einmal die Schnulze überhaupt aus dem Regal. Dann muss es jetzt eine Schnulze sein. Oder ich sage, ach, ich hätte mal wieder Lust auf Chicklit und dann lese ich auf einmal Fantasy. Also, da bin ich leider ein bisschen unberechenbar, was das angeht. Und im Moment hatte ich so eine Phase, ich habe wirklich gerne so leichte Frauenbücher gelesen oder Jugendbücher oder eben so Familiengeschichten oder so, aber nichts allzu Ernsthaftes. Es durfte ruhig tiefgründig und gefühlvoll sein, sehr emotional auch, aber eben nichts Schlechtes, nichts Düsteres, nichts Böses. Jetzt lese ich aktuell die Hexenflammenreihe weiter. Ich bin bei Band 4 gerade. Und das ist ja Jugendbuch und Fantasy, ist Kätirnen halt. Und das ist so ein bisschen, da geht es ja ein bisschen um Hexerei und es geht auch ein bisschen um schwarze Magie im Moment und um verbotene Zauber. Das geht schon wieder in die Richtung düster. Ich weiß nicht, ob jetzt eine Fantasy-Lese-Phase im Anmarsch ist oder das kann sich täglich ändern bei mir durch die Stimmung halt. Dadurch, dass jetzt schon wieder auf Arbeitsstress angesagt ist, wie auch letzte Woche und vorletzte Woche schon, ist es so, dass ich dann in meiner Freizeit einfach Bücher brauche, wo ich nicht mehr nachdenken muss und wo ich mich nicht mit irgendwelchen Problemen belasten muss. Und deshalb lese ich dann sowas. Genau, also das waren also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. Eins fehlt hier auf meiner Liste. Komisch. Na egal. Und dann habe ich noch eine DVD bestellt und ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen, weil ihr denkt, was ist denn das für eine billige Kopie? Es ist ja gar nicht das Original. Und zwar ist das für mich das Original.
weil diesen Film gibt es schon viel länger als Fluch der Karibik mit Johnny Depp, die ich sehr, sehr liebe. Also den ersten Teil liebe ich sehr, den zweiten fand ich gut, den dritten fand ich nicht mehr so toll. Aber es gab einen Film, und zwar steht hier irgendwo mal, wann der gedreht wurde. Nein, steht nirgends, ist aber auch egal. Und zwar der hier, Die Piraten der Karibik, ein Film von Lamberto Bava, also italienisch. Und da spielt einer meiner absoluten Schnuckelputzi-Lieblingsschauspieler mit. Für einige von euch ist es nichts Neues, aber ich bin ja früher totaler Fantagiro-Fan gewesen. Und zwar nicht, weil ich die Märchenfilme so toll fand, das auch, sondern weil ich total auf Tarabas stand. Den bösen Zauberer, der gar nicht böse war. Ich suche mir immer die Bösewichte aus, die eigentlich im Endeffekt gar nicht böse sind. Ja. So, Die Schöne und das Biest-Geschichte, das ist so mein Lieblingsmärchen. Und alles, worin sich das wiederfindet, finde ich irgendwie toll, glaube ich. Jedenfalls ist das hier Nicolas Rogers, der den Tarabas spielt. Ein wunderschöner Mann. Ursprünglich ist er ja Australier und spielt aber in sehr vielen italienischen Produktionen mit und lebt in Frankreich. Von daher so ein Multikulti-Mensch. Total schöner Mann, groß, hat wunderschöne Augen, lange dunkle Haare. Einfach nur ein Traum, wenn man den klonen könnte. Ich würde ein Exemplar bestellen. Der ist nämlich größer als Johnny Depp. Wenn ich nämlich Johnny Depp klonen würde, das Problem ist, der ist irgendwie nur irgendwas höchstens 1,70 oder so, wenn überhaupt. Und der ist ja kleiner als ich, das geht ja gar nicht. Also bräuchte ich dann schon ihn hier, aber der ist über 1,90 Meter groß und das kommt mir schon sehr entgegen. Ich glaube, der war sehr groß, glaube ich sogar 1,96, 1,94, weiß ich nicht genau. Ich war früher totaler Fan, deswegen weiß ich das noch, weil ich habe sogar so eine Art Autogrammkarte mir mal schicken lassen. Leider war das nur ein gedrucktes Autogramm, kein handgeschriebenes. Und das hängt heute noch in meinem Kleiderschrank. Und das wird da auch hängen, noch wenn ich 80 bin. Und wenn ich dann mit meinem Rollstuhl an den Kleiderschrank ranrolle, dann hängt das da immer noch. Und dieser Film ist im Prinzip, es ist jetzt nicht die gleiche Geschichte oder so. Das gar nicht, aber es geht halt auch um... ich kann euch mal vorlesen, worum es geht. Italien im 17. Jahrhundert. Ferrante und Ippolito, die Söhne der Mailänder Adelsfamilie Abrizi, sind ein Herz und eine Seele, bis sie sich in dieselbe Frau verlieben. Die schöne Livia Cornero. Ein tragischer Unfall verfeindet die Brüder endgültig. Livia stirbt durch Ippolitos Hand, was Ferrante seinem Bruder nie verzeihen kann. Während Ippolito wegen Mordes hingerichtet werden soll, stürzt sich Ferrante in die verwegensten Abenteuer, um seinen Schmerz zu vergessen. Er begegnet dem berühmt-berüchtigten Freibeuter Teufelskreis und ist bald dessen engster Vertrauter. Ferrante gewinnt seinen inneren Frieden zurück. Doch dann erfährt er, dass sein Bruder noch lebt. Genau, also Ferrante ist halt Schnucki Putzi Nikolas. Der Freibeuter ist Mario Adolf. Den mag ich auch sehr, sehr gerne in all seinen Filmen eigentlich. Und die hübsche junge Lady hier ist, glaube ich, die Frau, die er später kennenlernt. Die Frau, in die er sich ursprünglich verliebt, ist Anna Falchi und die spielt auch in sehr vielen italienischen Märchenverfilmungen mit. Die ich auch alle sehr liebe. Der Ring des Drachen heißt, glaube ich, da spielt sie mit. Den müsst ihr euch unbedingt angucken. Und die falsche Prinzessin, da spielt auch Anna Falchi und Nicolas Rogers mit. Die muss ich mir auch noch organisieren, die DVDs. Und da freue ich mich schon, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, die zu gucken und einfach zu schmachten und ja, in die Ferne zu segeln mit den Piraten und mir das anzugucken. Ich weiß, ich habe einen Knall. Ich habe insgesamt 26,51 Euro bezahlt. Warum jetzt ein Buch auf meiner Liste fehlt, keine Ahnung, habe ich überlesen, übersehen, weiß ich jetzt nicht. Das Kartönchen ist leider leer, das war's. Aber ich kann euch beruhigen, ich habe auch bei Amazon bestellt. Gestern Abend hat mich irgendwas gebissen, geritten, keine Ahnung was. Und dann habe ich gedacht, naja, du könntest ja mal bei Amazon bestellen. Ich weiß gar nicht mehr, wegen welchem Buch. Ach, genau, Sarah ist schuld. Und so hatte ich mir von Sarah den Lesemonat Juli angeguckt. Den muss ich auch noch drehen. Ich mache das gleich noch, bin gerade so Quatschlaune. Genau, von The Sarah Story. Und hatte mir ihr Video angesehen. Und sie hat das hochgehalten, das eine Buch. Und das fand ich so spannend. Das finde ich schon die ganze Zeit so spannend. Ständig läuft mir dieses Buch über den Weg. Ich weiß nicht, ob die anderen YouTuber das alle als Leseexemplar bekommen haben. Das ist wohl schon im April oder so erschienen.
Und ich habe jetzt auch nicht beim Verlag nachgefragt, sondern habe es mir dann mal Amazon einfach bestellt, weil sie hat das so schön in der Hand gehalten und dachte ich, ah ja, das Buch wolltest du ja auch noch haben, hast es auf der Wunschliste. Und naja, dann gehst du zu Amazon, guckst deine Wunschliste und denkst, eigentlich könntest du was bestellen, weil du willst dies und das und jenes haben. Und ja, dann habe ich mir drei Bücher bestellt. Ich kann mich an zwei, ah nee, doch, ich kann mir an drei erinnern. Aber es sind alles drei Bücher, die ich unbedingt haben wollte, von daher. Genau. Diesen Monat gibt es keine Bücher mehr. Es sei denn, irgendwas Neues erscheint, von dem ich noch nicht weiß, was ich unbedingt haben muss. Das war erstmal mein Rebuy-Unpacking oder mein Bücher-Haul-Video. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Ich hoffe, mein zwischendurch Gequatsche war jetzt nicht allzu schlimm und ich hoffe, ich war jetzt nicht total überbelichtet wieder hier. Ja. Ich überlege, weil ich gerade hier so schön sitze, gleich noch meinen Lesemonat abzudrehen. Viel habe ich eh nicht gelesen. Oh. Naja, ihr werdet es ja erfahren. Ich gucke jetzt erstmal, ob das Video überhaupt was geworden ist, ob ich irgendwie zu sehen bin oder ob man nur mein Kinn oder nur meinen Kopf sieht. Ich sehe jetzt mit der Höhe nämlich nicht so wirklich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin heute total verpeilt, tut mir leid. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!